Seit mehr als 30 Jahren wird unter Charlois im Süden von Rotterdam Öl gefördert. Nun will die Öl- und Gasfirma ihre Lizenz bis 2050 verlängern, die vorsieht, gegebenenfalls von umstrittenen Fördermethoden wie dem Fracking Gebrauch zu machen. Das ist den AnwohnerInnen ein Dorn im Auge. Besonders, weil es daran erinnert, was in Groningen passiert ist. Man vergleicht es. Als Anwohnerin frage ich mich, welche Auswirkungen es auf mich haben wird. Wir wollen den Boden nicht mit Chemikalien belasten. Das steht im direkten Widerspruch zu den Klimazielen, die wir uns gesetzt haben. Wir wollen weniger Öl und Gas verbrauchen und nicht mehr. Der Öl- und Gasfirma zufolge ist eine gravierende Bodenabsenkung durch die Gasförderung unwahrscheinlich. Sie geht davon aus, dass diese maximal 2 Zentimeter betragen wird. Auch das Risiko von Erdbeben als Folge der Ölförderung schätzt die Firma als sehr gering ein. Das letzte Wort hat nun das niederländische Wirtschaftsministerium.